Entwickler FreeRings hat es sich auf die Fahne geschrieben, mit Trinity Trigger ein wenig den 90s-Vibe aufleben zu lassen, und um dieses Gefühl in die Welt hinauszutragen, hat Publisher Fudio eine Demo bereitgestellt. Die ganze Welt zumindest nicht ganz, da die Demo nur in Japan verfügbar ist und der geplante Release am 15. September ist ebenfalls nur fürs ferne Nippon datiert. Das soll uns aber nicht aufhalten, mal in das Spiel reinzulinsen. Um Trinity Trigger so richtig geil zu machen, hat man sich Unterstützung von zahlreichen schillernden Personen geholt. Wir haben unter anderem Raita Kazama, der sich für das Character Design verantwortlich zeigt und auch maßgeblich bei den Xenoblade-Spielen mitgewirkt hat, oder auch Hiroki Kikuta, ein Mann, der schon zahlreiche Titel der Mana-Serie komponierte und hier für den Soundtrack verantwortlich ist. Und Mana ist ein gutes Stichwort, denn wenn sich das Spiel hier von einem Werk inspiriert hat, dann Secret of Mana. Aber fangen wir erstmal bei der Story an. Über die gibt es gar nicht so viel zu sagen. Die Demo wirkt auch an manchen Stellen gecuttet. Wir beginnen mit Protagonist Cian und seinem Maskottchen. Dieses Hasending mit dem Namen Flam ist ein sogenannter Trigger. Ein magisches Wesen, welches sich in verschiedene Waffen verwandeln kann. Und Schnitt, im nächsten Abschnitt haben wir auf einmal den nächsten spielbaren Charakter, Alice, mit am Start. In der großen Rahmenhandlung bislang gilt es, die göttlichen Türme zu erklimmen und dort die Trigger zu stärken, um einer kommenden Bedrohung standzuhalten. Soweit hat man es schon zigmal gesehen und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass die Story keine Bäume ausreißen wird und sich viele klassischer Tropes bedient. Aber das möchte Trinity Trigger vermutlich auch. Im Kampfsystem lässt sich der Mana-Vergleich am ehesten festmachen. Das Spiel ist ein Action-RPG und die Gegner jederzeit auf der Karte ersichtlich. Die Teammitglieder werden dabei von der KI gesteuert, aber durch einen Knopfdruck lässt sich on the fly jederzeit zwischen den Charakteren wechseln. Die Kämpfe selber sind simpel gehalten. Es gibt einen Knopf für den Angriff und einen zum Ausweichen. Variation kommt da eher durch die verschiedenen Waffentypen. Zu Beginn kämpfen Cian und Alice mit Schwert und Bogen. Im Verlauf der Story kommen aber noch andere Waffen wie Äxte oder Speere hinzu. Jeder Gegner ist dabei anfälliger gegen eine bestimmte Waffe. Die Schwächen auszunutzen kommt besonders bei den Bosskämpfen zur Sache, da die Obermotze noch jeweils eine Guard-Leiste haben, die es zu dezimieren gilt, bevor es ans Eingemachte gehen kann. Die Waffen lassen sich dabei jederzeit im Ringmenü auswählen. Dort kann ich auch allerlei Heil-Items zischen und das ohne nebenbei von einem Gegner gestört zu werden. Special Moves lassen sich auch einsetzen, die im Fall des Bogens zum Beispiel auch flächendeckenden Schaden verursachen, und außer einer Cooldown-Phase scheinen die Attacken auch keine andere Art von Restriktion zu haben. Ich habe keine MP-Leiste oder so. Die blaue Leiste ist nämlich die Ausdauer. Attacken verbrauchen Ausdauer und ist diese leer, machen Angriffe nur noch den halben Schaden. Das Rennen verbraucht ebenfalls Ausdauer, jedoch das Ausweichen nicht. Die Kämpfe machen wirklich Spaß. Das Trefferfeedback ist gut. Und die Kämpfe sind auch schnell vorbei, sodass man in einem schönen Flow kommt. Leider fehlte es mir ein wenig an Übersichtlichkeit. Ich kann zum Beispiel nicht einsehen, wann das nächste Level abkommt und es gibt eine Synchro-Leiste, bei der ich immer noch nicht weiß, wie die genau funktioniert. Ebenso bei den Power-Moves. Wann diese einsetzbar sind, wird durch ein Leuchten der Waffe signalisiert. War beim Eifer des Gefechts nicht immer wirklich eindeutig. Vielleicht feilt man noch an diesen Punkten. Bis September ist es zwar nicht mehr lange hin, aber nach der Demo bittet Entwickler FreeRings aktiv um Feedback. Das Spiel soll dabei für alle gängigen Systeme erscheinen und selbst der frühe Bild macht schon einen sehr guten Eindruck. Neben der PS4-Version hatte ich die Demo nochmal auf der Switch im Handheld-Modus ausprobiert und auch dort lief es butterweich. Der Rest ist dabei relativ archetypisch. Es gibt Städte und Dörfer, in denen sich die Truppe mit allerlei Bums eindecken kann, sowie eine Schmiede, in der sich gesammelte Materialien aus den Dungeons verwenden lassen, um seine Waffen zu stärken. Die RPG-Mechaniken beschränken sich momentan lediglich auf Level-Ups und die Möglichkeit, Waffenslots mit Power-Ups auszustatten. So kann ich mir nach Belieben zusammenstellen, ob ich mehr Angriffsschaden austeilen möchte oder nach jedem Kill mit einem klein wenig HP belohnt werde. Versprüht Trinity Trigger anhand der Demo die krassen Secret of Mana 90s Vibes? Teils ja, teils nein. Ich kann die Mana-Referenz verstehen. Das Kampfsystem fußt auf dessen Ideen und fühlt sich dabei noch deutlich dynamischer an. Und obwohl dieselbe Engine als Basis dient, sieht Trinity Trigger durch den gekonnten Einsatz von Shadern so viel ansprechender aus als dieses schmuddelige Secret of Mana Remake. Vielmehr aber fühlt sich das Spiel wie ein geistiger Bruder der Werke des Tokyo RPG Studio an. Durch das winterliche Setting und
Das Gameplay wirkt es wie eine Mischung aus I Am Setsuna und Uninaki. Ein spannendes Projekt auf jeden Fall, welches einiges richtig macht, aber an dem es noch ein paar Schrauben zum Drehen gibt. Ob das Spiel ein Erfolg wird und ob wir das Spiel überhaupt im Westen sehen werden, hängt wohl letztendlich davon ab, mit welchem Preisschild Publisher Fudio das Spiel zum Release versehen wird.